So, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem zweiten Reaktionsvideo. Das, was ich eigentlich aufnehmen wollte, mit Bandicam und meiner Webcam, und zwar Udo Cravanus Let's Play zu Limbo Part 4. Da habe ich ja schon auf den dritten Teil reagiert und wollte schon längst auf den vierten reagieren. Und das hat jetzt ja so ziemlich lange gedauert, bis es darauf endlich mal kam, das endlich mal durchzuziehen. Ja, also ich habe hier verschiedene tausend Ausreden. Ja, ich musste mal eben die Welt retten oder nur um über die Straße helfen, ich habe im Krankenhaus gelegen, musste viel arbeiten, also könnt ihr euch aussuchen. Oder ich habe es einfach mal völlig vergessen, dass er das mal gespielt hat. Oder meinetwegen auch, ich habe meinen eigenen Kram zu erledigen gehabt. Ja, wie auch immer. Kann man sie auswählen. Jeweils Ausreden sind genug da, aber jetzt hat mir gedacht, komm, jetzt fallen dir keine Ausreden mehr ein, jetzt quäl ich mal durch und hoffe und wünsche dir sehr, Krishan, dass du hier erleben kannst, wie der Herr Cravallo so richtig ordentlich vom Leder zieht. Denn er ist ja genauso schadenfroh, wenn er mich ausflippen sieht, wie zu meinem Need for Speed Hot Pursuit 2 Let's Play. Da bin ich auch richtig gut abgegangen. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wenn alles glatt gelaufen ist, dann sollte ich jetzt hier auch ordentlich zu sehen sein und zu hören sein. Und ja, ich würde sagen, let's play, mal's ab oder wie auch immer, 3, 2, 1, Action. Gut, hallihallo Leute. Hallihallo, Herr Cravallo, du klingst schon etwas genervt, wie ich finde. Ich glaube, ja, das könnte lustig werden. Ich freue mich jetzt schon auf richtig fiese, böse Wörter und so weiter, so wie das halt sein muss, ne? Zurück bei meinem Limbo Let's Play. Extra schön Limbo betont, ne? Und nicht mit dem zweiten Buchstaben des Alphabets, obwohl ja alles sehr schwarz und weiß ist. ja, gut, lass aber diese rassistischen Witze. Ja. Auch wenn der Krischer jetzt wahrscheinlich wieder was zu meckern hat. Trotz. Ich mach hier nie rum! Das ist eine gerade Lüge! Trotzdem ein kurzes Vorwort. Ich habe ja nur in sein Reaction-Video gesehen. Ich musste auch drüber lachen. Ich meine, ja, ich meine, ist klar. Ich meine, wenn man sich ein bisschen hier ungeschickt anstellt, kann man natürlich drüber lachen. Ja, natürlich, ungeschickt anstellen, klar. Ich meine, wenn man Limbo jetzt zum allerersten Mal spielt und die Rätsel nicht kennt, ja, dann kann es schon nervig sein. Also, als ich das erste Mal Limbo gespielt habe, ja, ich musste auch später sowas von dermaßen oft nach einer Lösung gucken. Also, ja, ich glaube, ich sollte dieses Spiel auch mal let's playen. Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt komme, ohne Fehler zu machen. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Aber ich werde wahrscheinlich, so frech darf ich sein, das Spiel in der Hälfte der Zeit schaffen. Vor allem, wenn ich vorher nochmal übe. Nichtsdestotrotz, meine Grundkritik am Spiel bleibt erstmal stehen. Ich habe jetzt auch, wie er mir erraten hat, den Xbox-Controller angeschlossen. Ja, zwecks Controller und Tastatursteuerung, was Limbo betrifft. Ich kann absolut nachvollziehen, dass man sich so ein bisschen über die Tastatursteuerung aufregt, weil die ist sehr ungenau, wie ich finde. Oder die ist, ja, nicht sehr ungenau, sondern relativ ungenau. Am Anfang ist es vielleicht kein Problem, aber später, wenn du schnell sein musst, ist der Tastatur, wie ich finde, sehr, sehr kontraproduktiv. Ich persönlich habe mit dem Xbox-Controller meine besseren Erfahrungen gemacht, was dieses Let's Play zu Limbo betrifft, und habe deswegen, und wie er schon sagte, geraten, einen Xbox-Controller zu benutzen. Schauen wir mal, ob das jetzt wirklich besser läuft. Ich bin sehr gespannt. Aber könnte wetten, irgendwann wird er rummeckern und sagen, diese blöde Drecksau hat mir den falschen Controller empfohlen, den bring um oder so, oder die analen Fistfuck oder so eine Kacke. Das sind halt so die typischen Sprüche, die wir uns an den Kopf knallen. Mal sehen, ob es damit besser laufen wird. Ansonsten, ja, hoffe ich mal, dass ich jetzt endlich diese scheiß Rätsel hier lösen werde, an dem ich beim letzten Mal hängen geblieben bin. Ich hatte mir das nochmal angekickt. Gut, ich meine, im Prinzip ist es nicht so schwer, aber Timing muss natürlich gut hingekriegt werden. Gut. Würde ich sagen, eh geht's hier nur noch weiter. Volksreden halte. Na, 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 wer sagt denn da verbotene deutsche Wörter? Auch Volksrede, ne? Und Heimat sind in Deutschland verboten zu sagen. Man darf in Deutschland nicht mehr Volk und Heimat sagen. Volk und Heimat darf man einfach nicht mehr sagen. Bitte merken, Volk und Heimat darf nicht mehr gesagt werden. Legen wir einfach mal los. Resume. So. Also leiser in den Lautsprecher machen hier. Und ist ja irgendwie eigentlich ideale Stimmung zum Aufnehmen von Limbo. Scheiß heiß. Heißeste Tag des Jahres bislang. Ja, das wurde im Sommer aufgenommen, im Sommer 2018, und im Januar 2019 mag ich halt meine Reaktion dazu. Das war natürlich super, super schnell von mir. Also, ich hätte eigentlich noch ein bisschen warten sollen, aber ihr wisst ja, ich bin bei sowas bin ich relativ fix, und von daher ja, präsentiere ich euch hier so schnell wie möglich die Reaktion auf dieses Video. Dementsprechend war alle Pest, okay.
Y ist Spring, hüpf. So. Scheiß Billet, Arsch, Fotzen, USB-Kabel für den Controller. Ich bin gerade mein Langet nicht hier. Da kommen schon die ersten Böswörter. Wie geil, ey. Gut, so, laufen. Oh, ach, ja, dieses Scheiß-Ballon-Rätsel. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Das Ballon-Rätsel. Jetzt stirb doch nicht 3 Stunden, jetzt mach endlich weiter hier. Ja. Genau. Scheißbengel, du Arschloch. Ja, nicht hochklettern. Du Fotze. Geil, Alter, das ist so der Hammer. Ehrlich. Okay. B. Mal benutzen. Hoch, 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 hoch. Ja. Na los. Ja. Krabbel hoch. Da ist ein komischer Kackball. Oh, ich glaube, der rastet gleich wirklich richtig aus, ey. Warum geht denn diesen scheiß Ding nicht ab? Herrlich. Herrlich. Ja, er muss jetzt die Kugel, die da hochkommt, oder der Ballon, da muss er jetzt hier den Ding irgendwie dazu schieben. Und dann wird der Ballon automatisch nach rechts rüber geschoben, glaube ich. Nicht schon wieder da hochklettern, du Arschloch! Hoch! Nein, du musst... Was auch immer! Du musst... Okay, löst dich doch mal, du Scheißball, du! Und jetzt musst du Tor zu machen. Schieb das Tor zu. Also, wenn der Ball hochkommt. Ja, na los! Zuschieben! Bin damit! Ja! Und jetzt so... Ja, du musst... Also, er hat's raus, definitiv. Aber, er ist noch ein bisschen zu langsam. Aber er hat's raus. Also ist er schon mal. Wir kommen bestimmt mal, denk mal, in den nächsten 2-3 Versuchen werden wir weiterkommen. Er hat's jetzt hingekriegt. Ich weiß nicht. Ist nicht so fassen. Als ich das gesehen habe, hat das wunderbar funktioniert. Ach ja, stimmt. Er hat ja am Anfang gesagt, dass er das gesehen hat. Natürlich kennt er jetzt schon die Dings, ne? Okay. Ach, ich hasse ihn mit diesem. Dem Arschloch die Hände abhacken, Mensch! Ja, er ist sehr menschenfreundlich, wie man hört. Obwohl, ist er eine Computerfigur und kein Mensch. Von daher, Entschuldigung für diese Aussage, ich ziehe sie wieder zurück. Oh. Schieb zu, schieb zu! Genau. Hoch. Genau, schieb nur den Ball, genau. Ja. Jetzt renn zurück. Noch ein bisschen langsamer, dann werden wir wieder saufen hier. Genau, jetzt machst du das richtig. Er hat's. Scheiße, hat jetzt endlich. Da kann man ruhig mal klatschen. Kann man ruhig mal klatschen. Auf den Dings rufstellen, stell dich ruf da. Raufstellen. Ja, dann stell dich doch mal da ruf, Mensch. Ich hoffe, dass er die anderen Rätsel jetzt nicht gespoilert sich hat. Also, das könnte dann wirklich relativ lustig werden, obwohl ich jetzt schon einen guten Lachanfall hatte hier. Endlich! Scheiße ist das hier. Ich glaube, das Wasser läuft noch weiter. Ach nee, da ist ein Hebel, den muss er ziehen. Das ist hier irgendeine behinderte Arschscheiße mit Wasser. Warte mal, bis die anderen Rätsel kommen, wie Strom und umgekehrte Schwerkraft. Da wird's richtig lustig. Ah, dieses scheiß Rätsel, ey. Oh, ja, also. Da muss ich jetzt mal mein Mitgefühl aussprechen. Das ist wirklich ziemlich scheiße. Da habe ich damals auch ewig lange gebraucht, um das zu kapieren. Also, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. Er muss das irgendwie, glaube ich, so drehen, dass. Ach, wie war das denn nochmal? Das Wasser, ja, verdammt. Irgendwie kommt das. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Siehst du, das ist jetzt genau dieser Rätsel, die ich immer wieder vergesse, wie sie funktioniert haben, ey. Das ist voller, so ein Ding, da würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt voller Let's Play würde, müsste ich wieder überlegen, wie das war. Aber obwohl ich es im Kopf eigentlich habe, komme ich jetzt nicht drauf. Er musste glaube ich wieder rechtzeitig. So, ja.
Natürlich. Ja, ich glaube, da muss er den Wasserspiegel anpassen, wenn ich mich nicht irre. Aber da, wie gesagt, ich habe damals auch Ewigkeiten für gebraucht. Mann, ey, warum muss das doch mal 3 Stunden dauern, bis der wiederbelebt wird? Das geht mir so auf den Sack, Alter. Das sollte jetzt eigentlich ausreichen, denke ich mal. Eigentlich relativ simpel, wenn man es kennt, aber wie gesagt, jetzt sind so Rätsel, die fertig immer. Da habe ich eine komplette Leere im Kopf. Das ist mein Kopf sind so. Warum ist er jetzt nicht gesprungen? Ich habe doch auf Springen gedrückt. Der hat doch eben den Sprung geschafft. Oh je. Das ist schwierig. Ja, wie gesagt, da wäre bei mir solche Rätsel, obwohl ist eigentlich recht simpel, ne? Und ist ja halt nicht so viel, aber trotzdem sind immer wieder so Kackdinger. Wo ich dann im Kopf eine komplette Leere habe, wie gesagt, so schwarz wie der Hintergrund hier gerade. Ja, und ich komme nicht drauf. Das ist total bescheuert. Ja, natürlich richtig, dass man den Hebel wieder zumacht, dass sonst ist der, der komische Kackbolzen da, den er da hoch gehievt hat mit dem Hebel, zu weit oben. Der muss also wieder runter, sonst kommt er da nicht hoch. Ist ja logisch. Endlich! Ja, was denn nur? Du kommst da ran, Anlauf nehmen und springen, genau. Gut, das reicht. Kommen wir jetzt nach oben. Jetzt tauchen bestimmt wieder diese komischen Viecher auf, die sie am Kopf festsetzen, wenn ich meine irre. Ah, hab ich's. Ja, genau. Da ist er. Wieder diese Scheiße. Also wirklich einfallsreich sind diese Kackrätsel auch nicht. Immer gleich, immer Wurm. Dann irgend so ein Arschfotzen-Scheiß hier. Ja, jetzt zieht der Rage-Boot wieder los. Ja, liegt doch ein toter Wurm im Wasser. Ja, hier ist klar, wenn der Wurm sich an seinen Kopf festsetzt und er sich umdreht, er kann ja rennen, rüberspringen, dann geht er ins Licht, wechselt wieder rum und dann muss er ganz rüber. Und da ist dann irgendwo das komische Ding, was ihm das Ding vom Kopf wieder wegfrisst. Du kannst auch rennen. So, ich glaube, man muss die Kiste da anschieben. Oder so. Obwohl, warte mal, kann man wirklich rennen, wenn man den Tier auf dem Kopf hat? Weiß ich jetzt, scheiße, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mir war so, dass man rennen könnte. Okay. Das ist gerade ziemlich angefressen hier. Gibt ja die verschiedenen Arten von wütend sein. Wer da, wo man rumbrüllt oder was dann noch extremer ist, wenn man dann so sauer ist, dass man da nichts mehr sagt. Du kannst springen, genau. Genau, und jetzt, genau, ja, okay. Dann kann man wohl doch nicht rennen, wenn man das Vieh auf dem Kopf hat da. Okay, mir war aber so. Doch, siehst du, der ist heran. Irgendwie kurz zwischen diesen beiden Phasen. Ja, wenn man so unfassbar wütend ist, dass man nichts mehr sagt, dann ist man wirklich richtig angepisst. Das kann ich von mir. Ich drück immer die falsche Taste. Also ich glaube, mit dem X-Taus-Controller war doch nicht so eine gute Idee. Na, ich warte bloß, bis so Sprüche kommen wie Krisch und die Arschfotze oder so. Gut, nehme ich jetzt zwar an sich auf meine Kappe zur Hälfte, aber.
Ich meine, es ist irgendwo schon ziemlich fies, dass das Spring ausgerechnet auf der Y-Taste liegt. Ich meine, wenn wir jetzt mal kurz den Abstecher machen, so ein bisschen off-topic, auf die ganzen Konsolengeneration und Tastatur, Controller-Generation und Pads und wie die alle heißen, ja, da ist doch zumindest auf den meisten Controller der Spring meist auf der X-Taste oder auf dem Controller hier die A-Taste oder so, keine Ahnung. Also da, wo bei PlayStation normalerweise X ist, meistens die Spring-Taste, ne? Also man hat es eigentlich eher selten, dass das Spring oben bei der Dreieck-Taste ist, ja. Und wenn man das halt gewohnt ist irgendwo, ist klar, dass man da sich manchmal verdrückt, ne? Also da muss ich jetzt mal kurz einklicken, das sehe ich ein, dass man da dann irgendwann sauer wird. Weil Spring auf die Dreieck-Taste oder auf die oberste Taste zu packen, ist eine scheiß Idee. Und man kann ja ein Limbo nicht umstellen, das geht ja nicht. Ne? Also es gibt da keine Option, wo man das umstellen kann. Also man muss mit der Steuerung, die jetzt da so existiert, sich dran gewöhnen. Und ja, ich habe mich dann nach kurzer Zeit doch schnell dran gewöhnt. Also ich bin dann damit klargekommen. Bin ey sowieso nicht so der große Controller-Fan. Ja, das bestätigt nur meine Aussage, ne? Wenn man kein großer Controller-Fan ist, dann wird man sowieso mehr vor der Tastatur gehangen haben und dann ist das so noch ungewöhnlicher, wenn die Taste auf einer völlig ungünstigen Position ist. Ich meine, naja, egal. Mal jetzt. Okay. Also ich kann schon verstehen, warum er. Jetzt hier hoch, dann wechselt der Idiot die Richtung. Ja, ja, na los, Anas! Du kannst, glaube ich, auch rennen. Genau. Genau. Springen. Okay. Das krabbelt da hoch und. Hier ist eine vertrackte. Der ist hier scheiße. Ich muss mal kicken, wie der überhaupt aussieht. Na komm, springen. Nee, du musst unten lang. Du warst da vorhin schon richtig. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, dass hier ständig irgendeine Scheiße rausfällt. Genau, weiter, weiter springen. Ah, natürlich. Das sind diese sogenannten Try-and-Error-Versuche-Spiele. Die kann ich im Grunde eigentlich ja nicht ab. Ne? Also, wenn man das nicht weiß, fällt man dir beim ersten Mal definitiv auf die Fresse. Und dann musst du jetzt zweites Mal durch. Ne? Also, man kann auch davon aussehen, dass auch der dritte Rohr irgendwie auf irgendeine Art und Weise kaputt geht oder so. Aber ich glaube, da ist wieder Licht. Ich glaube, da dreht er wieder um. Wenn man das irgendwie vielleicht noch mal schlagen kann. Aber zum Glück macht er hier gleich direkt an der Stelle weiter. Gut, okay, andersrum. Das Wasser steigt an, ne? Kann das sein? Oder blickt mir das ein? Ja, es steigt an. Okay. Ach ja! Ja, das geht wieder schief. Das geht wieder schief. Ja, das war zu lange gezögert. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ist ehrlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht schafft er das. Nee, schafft er nicht mehr. Ist ja klar, er muss erst wieder zurück zum Licht, ne? Damit er wieder umdrehen kann. Und dann muss er zurück zur Leiter und dann oben rüber. Er hat jetzt wahrscheinlich wieder vergessen. Ich vermute mal, dass ihm das gleich wieder auffallen wird. Aber dann wird es halt zu spät sein, glaube ich zumindest. Oder vielleicht irre ich mich und er schafft es doch noch. Die Kiste stellen nicht. Nein. Nee, du musst erst wieder rüber zum Licht. Okay, noch in. Genau, jetzt zurück, komplett zurück bis zur nächsten Lichtquelle. Und dann zurück auf die Leiter, dann ab nach oben. Ich versuche dann. Werde ich nochmal nachschauen. Weil er weiß doch, dass man mit dem Ding nur in eine Richtung rennen kann. Also muss er erstmal weiter bis zur nächsten Lichtquelle. Das ist doch jetzt logisch. Obwohl, wenn man so wütend ist, ne, und gerade angepisst ist, dann kann es schon mal sein, dass man so eine Sache übersieht. Aber ich denke mal, jetzt wird er begriffen haben, genau. Er ist zumindest lernfähiger als ich in solchen Dingen. Ich habe damals ohne Weile gebraucht. Nein, du hättest auf der Kiste draufbleiben müssen. Oder zumindest zurückziehen. Zurückschieben, die Kiste. Ach, er ist jetzt gerade richtig angefressen. Er sagt nichts. Eigentlich ist ja toll, dass ich jetzt mal hier mittendrin beginne. Er hätte die Kiste. Da kann man ja auch nicht mal groß überlegen, was muss man jetzt machen. Hm. Er braucht die Kiste, er muss die Kiste zurückschieben. Na und jetzt rüber und dann die Kiste schieben und dann auch die Kiste ruf. Nicht rüber, nicht über die Kiste rüberspringen. Nein, nicht rüberspringen, nimm die Kiste mit.
Obwohl, vielleicht schafft er. Nee, schafft er noch so? Nee, der braucht die Kiste, oder? Nee, da kommt er so nicht rüber. Du brauchst die Kiste. Okay. Kurze Unterbrechung, ich muss jetzt mal nachkriegen, wie die Scheiße funktioniert. Gleich wieder da. Ach, fick dich einfach ins Knie, du Arschloch. Auf jeden, Alter. Sehr werbefreundliche Kommentare hier. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Ja, dann war ich gespannt. Mr. Düsentrieb, ob du den Plan umsetzen kannst. Der Weltrekord, also ich habe mir dazu mal der Prinzip das gleiche ist, ein Speedrun angeschaut. Muss ich ja nur sagen, wow. Ja. Der Typ, der den Weltrekord von dem Spiel hält, der. Die hatte, glaube ich, in. Hat das in 35 Minuten nach 30 Sekunden geschafft. Ich wollte gerade eben sagen, das war irgendwo in den 30er Minuten. Irgendwie 30 bis 35 wollte ich gerade sagen. Ich habe den Speedrun habe ich auch gesehen. Beachtliche Leistung, muss ich echt zugeben. Also da war er echt fix, der Typ. Also Speedrunners haben wirklich richtig geile, Videospiele-Skills. Also da stinken wir, glaube ich, BDG ab. Ich und er, also ich und Cavallo. Also da können wir echt nicht mithalten. Wobei seine Videospiele-Skills deutlich besser sind als meine. Ich kann nur Erfolge haben, weil ich ordentlich bescheiße oder so. Alle Achtung. Wenn ich mich hier. Also, weil der Christian ja anscheinend aber verwechselt hat, er meinte, das ist ein Speedrun. Ich mache hier keinen Speedrun, das ist eher ein Slowrun. Das ist ein Slow-Motion-Run. Ist ein Arthritis-Run. Ja, ja, ich glaube, das wird deine Achillesferse, das Spiel. Ja, genau. Ich, jetzt hast du dieses Scheißzeug wieder los. Kackwurm los. Ja, also ich finde diese Kackwürmer auch zum Kotzen, ey. Die sind einfach nur extrem nervig. Okay. Was kommt als nächstes für eine Scheiße? Tja, das ist jetzt auch nicht mehr. Da ist. Hier lang. Nee, da ist nix. Da ist. Sackgasse. Okay, gute Nachricht ist im Moment. Scheint anscheinend nichts zu geben, was uns versucht umzubringen. Die schlechte Nachricht ist, ich weiß jetzt gerade nicht. Achso, jetzt zieht sie jetzt weiter. Gut, ich habe nichts gesagt. Mal überlege. Dürfte, glaube ich, gleich. Jetzt dürften, glaube ich, gleich die ersten Elektrorätsel kommen. Warum springt der nicht richtig? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch auf Springen gedrückt. Was soll ich denn noch alles machen? Vielleicht ein Regentanz oder so. Vielleicht klappt das dann besser mit dem Springen. Entschuldigung. Liebe Leute, Springen ist ein Bestandteil vom DLC. Es muss extra gekauft werden. Für 19,99 €. Ansonsten könnt ihr das Spiel nicht spielen. Ja, das ist, glaube ich, so die Spielefirmenpolitik von Electronic Arts oder so. In der normalen Spielversion ist Springen nur als Beta-Version enthalten. Und man darf in dieser Beta-Version nur 10-mal springen. Ansonsten muss man 19,99 € bezahlen, damit man dauerhaft springen kann. Okay. Und zack. Ja, das war klar. Ja, logisch war das klar. Wenn ich hier röstet. Ja, logisch war das klar. Mir ist das damals auch passiert. Ich bin da einfach hochgesprungen und bzzzt, war ich geröstet. Ja, dann beleb dich doch endlich mal wieder, du pissende Fotzblase, du. Mann, ey. Wenn das Freddy Krüger dich holt und dich in den Arsch fickt. Geil. Ehrlich? Geil! Ja! Scheiße Elektro! Na los, geh aus!
Ja, super, ich bin nur einmal mit dem Fuß reingekommen, sofort stirbt die scheiß Spielfigur. Ja, hier ist es so, natürlich muss man den Timing abwarten, das ist klar. Man sollte, also wenn man den Timing begriffen hat, wie lange das etwa an ist, der Strom, dann sollte man so losspringen, dass der Strom im Flug ausgeht und dann kommst du locker über das Haar rüber. Und auf dem O kannst du wieder kurz warten, weil das wird dann sowieso ein bisschen runterfallen. Das wird sich schräg stellen, das O. Ja, jetzt ist es an gleich. Und jetzt losspringen. Ah, der war zu spät, der wurde wieder gerüstet. Natürlich. Ja, bing, bang, bang. Aber den Fehler habe ich früher auch gemacht, dass ich losgesprungen bin, als es aus war. Das kann nicht funktionieren. Warum? Ich verstehe es nicht. Irgendwie muss es hier doch ein Schema geben. Der Speedrun-Typ, okay, der hat wahrscheinlich 100 mal bessere Skills als ich hier. Der ist da mal ganz locker eiskalt. Er könnte natürlich wahrscheinlich auch versuchen, vom Rohr auszuspringen. Wie geht natürlich auch. Aber das ist noch ein bisschen zu weit unten. Hier geht's nur wieder in den Tod. Ja. Ich sag, er muss oben von der Kante losspringen. Kurz bevor der Strom da aussieht, muss er losspringen. Im Flug geht's dann aus und dann kann er ganz locker über das Haar rüber, ohne dass was passiert. Ich versteh's nicht. Ja. Das ist mir ein Rätsel. Ich vermute mal, dass er und tschüss. Bald wieder. Ich vermute mal, dass er bald wieder nachschauen wird. Aber was mich beruhigt zu sehen, ist die Tatsache, dass er zumindest in solchen Rätselspielen sich genauso doof anstellt wie ich damals. Also da haben wir doch wieder was gemeinsam. Weil der einzige Grund, warum ich absolut keine Rätselspiele zocke, ist die Tatsache, dass ich die meisten dieser Rätsel oder überhaupt Rätsel an sich, da bin ich total schlecht drin. Das ist, da hört mein logisches Verständnis auf. Da ist er im Grunde eigentlich wieder besser als Ecke. Also außer hier in Limbo, da haben wir uns beide das erste Mal ziemlich bescheuert angestellt. Also muss ich ehrlich zugeben. Da wurde uns beide nicht viel. Aber was Rätselspiel an sich betrifft, da bin ich also diese Art logische Denken, das heißt für mich, ich müsste quasi in die Köpfe aller Leute hineinschauen und das kann ich in der Hinsicht nicht so gut. Also, ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise, eventuell, aber nicht so. Okay. Also, wie es aussieht, muss man springen, während das Licht noch an ist. Ah! Jetzt hat er. Das war zu früh, zu spät. Nein. Okay. Jetzt natürlich der Timing abwarten, das ist klar. Angehen. Naja. Natürlich, zu spät. Ja, ein klein wenig zu spät. Das war nur eine halbe Sekunde zu spät. Aber ich denke mal, er wird's packen. Nein, nicht runterklettern, Mann! Oh, ich hasse es! Ich hab's damals. Ist das ein Xbox-Controller? Warum klettert der runter? Ich hab doch gar nicht in die Richtung gedrückt! Och. Ich hab's damals mit Anlauf gemacht. Also Anlauf auf der Talsprung, damit die Scheiße nicht passiert. Mann. Ja, das war natürlich zu früh. Zu früh, ja. Aber ich dachte echt gerade noch, das geht im letzten Moment aus oder so, aber scheiße. Ja. Springen, ordentliches Springen ist Teil des DLCs. Und Limbo Deluxe Paket für 5.555 Euro pro Jahr. 35,99 pro Tag. Inklusive verbesserter Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, die Verbesserung für die Geschwindigkeit muss nochmal extra gekauft werden. Das ist denn nicht mich die Golden Deluxe Version. Die kostet dann 50 Euro pro Tag. Oh nein, der wurde. Natürlich. Okay.
Ja, also hier, wie gesagt, würde ich tippen mit Anlauf, ja, und dann zieht er sich die hoch, weil hochziehen kostet auch Zeit und dann schafft man es auch nicht. Ja, also ich habe euch vorhin gedacht, dass er wirklich schafft mit hochziehen, aber Anlauf ist deutlich besser. Dann nehme ich gleich direkt auf dem Haar, nochmal rüber und dann auf den O-Ruf. Ich verstehe auch immer nicht, warum der das ganze Sprungsystem, alles ist einfach nur die natte Dreckscheiße in diesem Scheißspiel. Mittlerweile hasse ich das Spiel. Man darf so Wörter wie behindert nicht sagen, weil dann ist man Täter einer, wie sagt man, Diskriminierung von einer Minderheit und das mögen viele nicht. Ja. Also Ironie, Ironie. Ja, mein typischer Schimpansenhumor, wie man so schön sagt. Und das wird wahrscheinlich wieder nichts. Ich verstehe nicht, warum man keinen Anlauf nimmt. Ich will springen. Oh, und Ah. zisch, zisch, zisch. Da muss ich doch einen Hinweis geben, wie lange die Scheiße überhaupt hier anbleibt. Das sieht man doch. Eins, zwei, Poff. drei. 3 Sekunden bleibt das immer Okay, an. einmal zwischen und dann. Jetzt. Das wird wahrscheinlich wieder nichts. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt, rüber, rüber. Jetzt hat er's. Na endlich. Ja, der Tee ist aus. Nein! Ah, Warum nein, dieses Scheiße! Scheißseil? Ich muss jetzt an dieses Kack-Fotzen-Arschloch-Drecksseil greifen, damit das hier weitergeht. Also, ich kann diesen Kacksprung nochmal machen. Ah, Scheiße, eine Ja, noch die Millisekunde. letzte Millisekunde, wo es schon unmöglich Ah. war, ist er natürlich dran gelandet. Oh ja, ich kann die Wut absolut nachvollziehen. Bei so was raste ich nochmal aus. Beweg deinen Scheiß, Bastardarsch. Herrlich. Es ist so toll. Wird gerade so angepisst. Und los, renne. Nee, jetzt. Nee. Scheiße, nee. Eins, zwei. Ja, sehr gut. Jetzt musst du runter vom O. Nicht, nein, 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 nicht so, nicht so. Warum? Irgendwas mache ich wieder falsch. Mensch, Krali. Du musst links beim O runter und dann über den Seil rüber. Ist doch klar, dass du. Oh Mann. Ja, ich wollte gerade mit dem Finger auf den Monitor zeigen, ich Trottel, Alter. Das ist doch bescheuert, ey. Ihr seht mein Monitor ja, nee. Er muss zwischen H und O. Muss ja dann runter, wenn es soweit ist. Ja, weiter. Ja, genau. Jetzt rüber. Noch schwingt es. Schwingt rüber. Jetzt schwingt weiter. Genau. Jetzt hast du es. Und das war erst. Oh, der Strom ist aus. Und das war erst das erste der ganzen Elektrorätsel. Der wird noch viel fieser. Endlich können wir rüberspringen, ohne dass die Kacke an hier ständig grillt. Jetzt gibt es keine Gürtel-Limbo mehr. Obwohl, vorerst nicht. Fährt gerade das Müllauto lang. Wäre die ideale Möglichkeit, das Spiel gleich auch in Müll zu entsorgen, wo es hingehört. Oh, der hasst das Spiel wirklich, ey. Hat er vor kurzem gesagt. Muss einfach mal rausfinden, wer dieses Spiel verbrochen hat. Wie Playdead oder so heißen die Typen.
Ah ja, jetzt. Spenden sammeln für irgendeinen fetten Laster voll mit Kuhscheiße. Januar-Scheiße. Jeroen fragen. Ich hab was abgeladen, 3 Wochen alte Scheiße. Ich hab was für Martin, bis Jeroen anhört. Und den Typen mal wie vor der Taus damit voll schmieren. Voll spraddeln alles. Das waren die Typen. Sondern sagen, okay Leute, entweder ihr ja, mal kurz zur Erklärung. An dieser Stelle muss er das komische Leitergefährt von ganz links, von ganz rechts anschieben, dass er den Berg runterrollt, in der Zeit hochklettern und dann durch die Scheibe da springen. Okay, ich habe jetzt. Soll das so sein? Naja, aber. Ich weiß es nicht. Meine Fähigkeit zum rationalen Denken ist gerade. Naja, gerade. Minusbereich gegangen. Ja, klar, wenn man extrem wütend ist, ja, Wut ist ja eine Emotion. Auch wenn jetzt wahrscheinlich irgendwelche anderen dicken Emskirchner was anderes behaupten würden. Aber Wut ist halt immer eine Emotion und Emotion und Rationalität verträgt sich meistens nicht so wirklich. Und von daher macht die Rationalität gerade Pause, trinkt einen Kaffee und die Wut hat jetzt hier gerade ja, Hochkonjunktur und hat jetzt gerade Schicht. Ja, ich glaube, das würde ich mal machen wieder. Sammelaktion, wir sammeln Geld, damit wir Haufen Scheiße sammeln, einen ganzen Laster voll mit Scheiße, mit Kuhscheiße, Pferdescheiße, Schweinescheiße, Hülle. Noch abgelagerter Scheiß aus Amsterdam, damit man den Typen vom Playdit vor der Haustür legt. Also um mal kurz zu erklären, was Jeroen und Amsterdam auf sich hat. Ich und er haben ja mitunter manchmal einen sehr, sehr makabren, ekelhaften Fäkalhumor und wir haben da vor ein, zwei Jahren oder wann das war, mal so einen Typen entdeckt im Internet, der ja, mit seinen eigenen Exkrementen sich ständig vollgespielt hat und die Bilder im Internet präsentiert hat. Und das war irgendwie so ein, ja, ein Typ asiatischer Abstammung, der halt in den Niederlanden wohl gelebt hat oder da noch lebt, keine Ahnung. Ja, war richtig ekelhaft und wir fanden irgendwie jetzt lustig. Und der Typ hieß halt Jeroen. Und deswegen, wenn jetzt irgendwie was kommt mit Fäkalhumor, ja, und dann denken wir automatisch an diesen Jeroen. Aus Niederland, wie er sich die Scheiße da an die Haare spielt und so eine Kacke. Ja, wortwörtlich kann man sagen. Ja, also ist quasi unser eigener kleiner Insider gewesen, bis gerade eben sozusagen. Also, wenn ich jetzt irgendwann mal in meinen Let's Plays immer mit Jeroen sagen sollte, dann wisst ihr auch warum. Oder einfach damit ein Sprache mit einem Gülle-Auto, wenn die Typen dann in ihrem Büro sitzen und am nächsten Spiel arbeiten, schlauchen und alles vollsauen. Ja. Jetzt hochspringen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Na, vielleicht rechnet ja aus, dass der warme Nachricht ist. Wir sterben jetzt nicht alle 20 Sekunden. Vielleicht die Nachricht ist, es geht nicht weiter. Doch, doch. Da sehe ich hier irgendwas. Eigentlich ist das Rätsel recht simpel. Ich habe damals nicht so lange für gebaut. Das ist der Rätsel, was ich sofort kapiert habe. Nur am Timing hat es ein bisschen gehapert, ne? Aber das habe ich dann relativ schnell rausgekriegt. Ich glaube, nach dem dritten Versuch habe ich es hingekriegt. Aber wie gesagt, wenn man voller Wut ist, ist die Rationalität sowieso. Ja, dann macht es eine Schichtpause sozusagen. Dann ist die Rationalität erstmal in Rochen und Kaffee trinken gegangen. Ein bisschen haben wir noch. Dass ich jetzt das Glas hier zerstören kann, durchaus sein. Wenn ja. Ich aufspringe. Ey, ich glaube langsam. Ja, fast. Jetzt geht's natürlich nicht kaputt. Aus rein physikalischer Sicht braucht er Schwung. Also, aber wie gesagt, wenn die Wut herrscht, dann ist mit klar Denken sowieso her. Ich kenne von mir selber auch nicht anders. Wenn ich richtig agro bin, also wie der andere Mensch, dann ist klar Denken für den Arsch.
Wenn du wütend bist, ist 1 plus 1 einfach nur eine verkackte Scheiße, aber nicht 2. Das macht die ganze Zeit Klögeräusche, aber... Ich weiß nicht, ob ich hier durch muss oder nicht. Ja, musst du. Wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Ich habe keine Ahnung, was dieser beschissene Wagen hier überhaupt so noch für einen Sinn hat. Okay. Gleich wieder da. Wieder mal. Okay. Gut, meine Vermutung war zumindest richtig. Das spoilert, das ist das Spiel. Das ist ja genauso schlimm wie Ecker. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Möchtest du mal da hochklettern? Genau, jetzt hat er. Nein. Warum bricht dieses scheiß Glas nicht? Wie viel Wumms bräuchte denn da noch um? Ja, von rechts schieben und dann rüber und dann ruf. Steuerung. Und jetzt abspringen, abspringen! Genau. Endlich. Oh, yes. Fallschaden. Jetzt gibt's auf einmal Fallschaden. Die ganze Zeit über war kein Fallschaden. Oh, ich darf die Kacke hier nochmal machen. Na gut. Danke, man hätte ja wenigstens vielleicht das Glas zerstört sein lassen können. Nein, man muss die ganze Arschfotzen Dreckscheiße nochmal machen hier. Naja, es geht ja relativ schnell. Eigentlich. Wieder mal springt dieser scheiß Arsch. Kackbengel. Ja, ich kann es leider nicht sagen, warum er so Probleme mit dem Controller hat. Also ich bin damit eigentlich relativ gut klar gekommen. Bei mir war der Fehler damals, als ich das Lemon erste Mal gespielt habe und die Rätsel endlich mal begriffen hatte, dass halt, wie gesagt, oft der Timing bei mir der Fehler war und so weiter. Also steuerungstechnisch bin ich eigentlich relativ gut klar gekommen. Genau. Auf die Lampenruf. Genau. Jetzt an den Schlauch! Nein! Warum? Warum? Warum hat er jetzt nicht daran gepackt? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich schaue gerade dem Drachenlord zu. Warum, warum, Entschuldigung, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ach, Drachenlords, warum, Das hat mich gerade ganz stark daran erinnert. Nochmal. Okay. Ja, aller guten Dinge sind 300, nicht wahr? Ich mache jetzt noch das hier und bei der nächsten schweren Stelle höre ich erst auf. Ich sehe gerade, das hat nicht wirklich Sinn. So, hoch, hoch! Ich verstehe es, es ist einfach nur idiotisch. Ich glaube, man kann... wenn man abspringt, auch die Renntaste drücken, dass er weiterspringt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Also, ich glaube beim nächsten Mal nicht. Doch wieder die Tastatur. Controller schön und gut, aber ich drücke auf Springen und der springt nicht, dieser Arsch! Ja, wie gesagt, versteht nicht. Bei mir hat alles super hingehauen. Mit dem Xbox-Controller. Weiß nicht, was das soll! Und kletter doch mal da hoch, du blöde Sau, du! Oh, ich glaube, jetzt ist er richtig angepisst. Weiß ich. Das heißt ja immer FSK, ja? FSK, das... Körperliche und seelische Wohl soll nicht gefährdet werden. Du springst halt immer zu früh ab. Am besten abspringen, wenn der Wagen die Kante berührt. Dann sollte das eigentlich schmerzlos hinhauen. Von Kindern und Jugendlichen. Okay, ich bin jetzt so kein Kind mehr, aber... Mein körperliches und seelisches Wohl wird gerade auch durch ein Spiel gefährdet.
soll denn das jetzt hier? Muss ich die Kacke noch anschieben? Schieben von ganz rechts wäre auf jeden Fall eine bessere Lösung, finde okay. ich. Also das ist zumindest mein Empfinden. Nee. Ich habe die Faxen dicke. Das reicht. Ich höre jetzt erstmal auf. Ich merke gerade, ich werde immer wütender, immer unkonzentrierter. Dazu jetzt gerade 35 Grad oder sowas. Weil bis zum gewissen Grad ist ja raging, wütend. Ganz witzig, aber also wenn es dann irgendwann über eine gewisse Level geht, dann nee, dann ist es eigentlich nur noch Rumgebrülle. Und man kommt irgendwie zu ja nicht mehr. Das war übrigens gerade das erste menschliche Wort. Das Rülpsen kennen wir ja woher, ne? Oh Mann. Ich werde das weitermachen, wenn es ein bisschen kühler ist, wenn ich vielleicht dann noch konzentrierter bin. Boah, hat jedenfalls jetzt gerade keinen Sinn hier. Selbst bei dem Format. Immer sehen. Also eigentlich will ich das Spiel noch zu Ende bringen, aber nee. Also ich gehe mal davon aus und prophezeie, dass es nicht so weit kommen wird, weil die nächsten Rätsel, die mit Elektro zu tun haben, die sind richtig gemein. Unter anderem wirklich ganz schön fies. Ja, also da habe ich einige Sachen, da kommt bei mir auch der Hassteufel hoch, ja, und zwar richtig böse. Und falls er weiterspielen sollte und da ankommt, das wird lustig. Also da sehe ich schon den Controller irgendwo in die Wand klatschen, ehrlich. Da zeigt die falsche Taste drücken, ich glaube. Aber ja, vielleicht ist trotzdem noch alles nahtlos hier mit meiner Aufnahme. Nee, da kommst du nicht mehr hoch. Ich hätte jetzt ja zum Abschluss den Arsch hier noch in Totes stürzt oder sowas. Geht aber leider nicht. Oder Fixer, du Scheißer, du. 10. Ja, Frisur. Ein Strichbein. Okay. Ich höre jetzt erstmal auf. Bin zwar jetzt nicht wirklich weit gekommen in dem Part, also. Wenn ich sehe, dass der Speedrunner hier schon fast durch ist. Ja. Eigentlich ist das Spiel ja schon ungefähr so drei Viertel rum oder so. Gut. Ich schieße erstmal ab. Ich glaube eher, du bist gerade bei der Hälfte in etwa oder so. Kommt noch ein bisschen auf dich zu. Also vielleicht ein bisschen über der Hälfte, aber zwei Drittel auf, noch nicht. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Ich hoffe, der eine oder andere musste trotzdem drüber lachen. Also, habt ihr voll gesehen, ne? Der Freddy Krüger-Spruch so, der fand ich richtig geil. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Udo Krawallo. Der heute mal wirklich Krawall gemacht hat, wenn auch ziemlich krassen. Gut, ich denke mal, dann können wir es hier auch beenden, meine Reaktion. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, war sehr amüsant. Und wenn alles hingehauen hat, dann werdet ihr das Video natürlich auch ordentlich zu sehen kriegen. Ja, ich hoffe, dass einige meiner Kommentare nicht allzu zynisch waren und nicht allzu sarkastisch. Ich bin halt nur mal ein sarkastischer, zynischer Mensch irgendwo. Ne? Und da kennt ihr das, als bei typischen Schimpansen, Roma will er so ein bisschen nach außen zu tragen. Ja, also ich bin sehr gespannt, ob er mal weiterspielt. Ich muss ehrlich zugeben, mir fällt es gerade wirklich relativ schwer, das Spiel nicht nochmal zu spielen, weil. Da kriegst du aber wieder tierisch Bock drauf und ja, wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, sehr schön, wie er hier ausflippen kann und bin mal gespannt, wann die nächsten Parts kommen. Also, ich würde mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ja, mal gucken, ob ich denn hier zu Part 5 auch reagieren werde. Und ja, ich kann nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann das Recht. Also, dazu würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.